Reibt deine Katze ihren Kopf an deinem Gesicht und du verstehst nicht warum? Katzen stellen manchmal für uns Menschen ein Rätsel dar. Sie schlafen gefühlt ständig, geben merkwürdige Geräusche von sich und tun oft unerklärliche Dinge, wie sich beispielsweise grundlos den Kopf zu stoßen. Um ihr Verhalten besser zu verstehen, erklärt Tierisch Schlau heute das Phänomen des Köpfelns. Katzen haben zwei große Sorgen: ihr Territorium und die Identifizierung derjenigen, die dies betreten oder darin leben. Wenn deine Katze ihren Körper an deinen Beinen reibt, verbreitet sie ihren Geruch und nimmt gleichzeitig deinen auf. Sie identifiziert dich als ihr eigen, also als ein enges Familienmitglied. Aber was passiert, wenn sie ihren Kopf an deinem reiben? Die Antwort ist ähnlich. Katzen haben Drüsen im Gesicht, die für die Freisetzung von Pheromonen verantwortlich sind. Mit diesen Pheromonen markieren sie Gebiete, erkennen vertrauenswürdige Personen und erlangen die nötige Sicherheit zu Hause. Aber was genau sind Pheromone? Pheromone sind chemische Substanzen, mit deren Hilfe Tiere eine Art Botschaft untereinander austauschen. Diese Chemikalien kommen normalerweise in den natürlichen Sekreten der Katze vor, wie dem Urin oder dem Schweiß. Sie werden durch das Jacobson-Organ, quasi dem Geruchssinn, erkannt, das sich am Ende des harten Gaums im Mund befindet. Deshalb riechen Katzen auch mit offenem Mund. Die Katzen atmen die Pheromone ein, um dadurch Informationen der anderen Individuen zu erhalten. Zu den Informationen, die sie erhalten, gehört das Geschlecht des Tieres, was es gegessen hat, ob es rollig ist und sogar, wie der Gemütszustand ist. Es gibt verschiedene Arten von Pheromonen. Diejenigen, die über die Perianaldrüse freigesetzt werden, wie der Urin und andere Sekrete der Genitalien, haben eine sexuelle und territoriale Funktion. Sie zeigen an, ob eine Katze rollig ist, und sie markieren das Territorium. Pheromone, die von Drüsen auf den Pfoten einer Katze freigesetzt werden, markieren ebenfalls das Territorium. Dies ist einer der Gründe, warum Katzen gerne die Möbel im Haushalt zerkratzen. Pheromone, die durch Teile des Gesichts, wie Lippen und Wangen, freigesetzt werden, nutzt die Katze ebenfalls, um das Territorium zu markieren. Die Freisetzung verbessert aber auch die Stimmung der Katze und zeigt ihnen an, dass eine Umgebung sicher ist oder eine Person Teil der Familie. Diese Art der Markierung erzeugt einen typischen Geruch. Köpfelt deine Katze mit dir? Wenn ja, fühle dich glücklich. Wenn deine Katze wiederholt ihren Kopf an dir reibt, markiert sie nicht nur, sondern sie zeigt auch Gefühle, indem sie tröstet und Vertrauen schenkt. Wenn eure Katze euch kurze kleine Stöße gibt, ist dies eine Form der freudigen Begrüßung. Reagiert auf diese Geste, indem ihr den Kopf der Katze streichelt. So zeigt ihr, dass ihr euch genauso freut. Jetzt wisst ihr, warum eure Katze wiederholt ihren Kopf an eurem reibt. Es ist ein Zeichen des Vertrauens. Verbietet es der Katze nicht, da dies sehr positiv für ihr Wohlbefinden ist. Genauso wie für eures. Wir hoffen, euch hat das heutige Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal.